Ich versuche mich ranzuschleichen. Wo sind die denn? Ach du Scheiße. Die liegen ja wieder richtig beschissen. Das Gute ist, wir haben Rossschnee ganz fertig. Das ist schon mal super. Okay, sehe ich die von hier? Hä? Da. Kann ich mit meinem Entenlocker auch Veilchenenten anlocken? Was tue ich? Kommen auch die da? Was raschelt hier so? Ich kann keine Veilchenenten mit dem anlocken, oder? Ich sehe die halt nicht, ne? Das ist super kacke. Wenn ich von da ein bisschen rankomme, das wäre super. Na klar. Keine Ahnung, warum die jetzt aufgeschreckt sind. Ich war jetzt wirklich leise. Blöden Viecher. Diese Veilchenenten, ne? Peng, peng! Oh ja, ja. Kommt mir mal entgegen. Das finde ich ganz gut. Okay. Und... Die habe ich erwischt. Ich mache aber jetzt erstmal die Mission hier. Auch wenn es eine Veilchenente ist. Aber ja, ich mache erstmal die Mission weiter. Auch wenn wir die gerade aus der Luft erwischt haben. 0,66. Oh, ist echt nicht viel, ne? Oder nehme ich das doch lieber für die andere Mission? Wie viele brauchten wir denn da? 5 Stück. Ich nehm's für die hier. Ich nehm's für die hier. Oder zählt die jetzt schon nicht mehr als Dings, weil die Mission nicht aktiviert war? Das zählt jetzt schon nicht mehr, ne? Die Mission war nicht aktiviert. Oh, ich will jetzt keinen Fehler machen. Ich gehe auf Nummer sicher. Oder, warte mal, wenn ich... So, bla bla bla, lebenswichtige Organe oder Arterie. Ja, steht nirgendwo dabei. Hm. Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie das sich verhält mit der Mission hier. Wenn ich die Mission nicht angeklickt habe und das Tier schon aus der Luft geholt habe, ist es dann, also zählt es dann nicht mehr? Oder zählt das erst, wenn ich die verkaufe? Ich würde die jetzt erstmal für die andere Mission nehmen,
Ich will nichts verschwenden. Und ja, wir müssen halt gucken, dass wir noch welche in der Luft kriegen. Ja. Aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre echt gut zu wissen, wie das funktioniert bei dem Spiel. Ob ich die Mission angeklickt haben muss und dann muss ich sie erst aus der Luft schießen. Oder ob ich die Mission dann wechseln kann, wenn ich sie schon aus der Luft geschossen habe. Das wäre echt gut zu wissen. Ja, ich gehe jetzt nochmal hier vor. Und dann machen wir Feierabend. Kann also nicht versprechen, ob wir jetzt noch was finden. Aber ich glaube, das kommt sowieso in einer... Naja. In der Folge noch, in der letzten. Von der Zeit her. Ich muss mal gucken, wann ich das alles rendern soll. Könnte sein, dass Way of the Hunter dann mal 2 Tage aussetzt oder so, wenn ich es nicht schaffe. Bitte nicht böse sein. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. So, na gut. Wir gehen vorne rum. Haben wir doch noch ein bisschen was gekriegt. Ich bin recht zufrieden. 2 Missionen heute erledigt. Und mit der hier sind wir auf jeden Fall ein gutes Stück vorangekommen. Ein gutes Stück. Ja. 2-mal getötet wurden wir heute. 1-mal haben wir uns selber getötet. Super. Hat alles prima funktioniert. Würde ich sagen. Ja, wunderbar. Veilchenente. Okay, wenn ich die jetzt noch krieg, bis die Aufnahme bei 5 Stunden ist, dann machen wir hier schon Schluss. Okay. Schön langsam, schön ruhig. Wind ist ganz okay für uns. Lass mal gucken. So, sehen wir die hier schon? Ah, die sitzen wieder so im super Kacke-Ort, ne? Die man wieder überhaupt nicht sieht. Hallo? Kann ich das hier nicht untersuchen? Jetzt. Ich, okay. Die sieht man gar nicht. Ah. Okay, ich versuche mal hier ins Gras zu schleichen. Elch, okay. Ich muss sie wenigstens mal zu Gesicht bekommen. Das wäre halt schon mal gut. Wenn wir sie schon mal sehen, das ist schon viel gewonnen. Wie es dann weitergeht, das ist eine andere Sache. Wo sind die denn? Shit. Ich muss mir unbedingt den Entenlocker bei Dings holen. Für die Veilchenenten. Ich glaube nicht, dass ich den hab. Ich habe den nur für die Wildenten, glaube ich, oder? Oder ich muss nochmal... Warte mal, kann ich das hier gucken? Ist eigentlich das Spiel pausiert, während ich hier drin bin? Mechaniken, Tiere, Charakter, Comics. Ausrüstung, hier. Nein, 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 nein. Bogenvisier, locker. Entenlocker. Ist für beide. Ja. Sehr gut. Trotzdem muss ich sie erstmal sehen. Da kann ich sie anlocken, wie ich will. Ich muss sie erstmal sehen. Okay, jetzt sehe ich sie. Das ist gut. Das ist gut.
Sie zu sehen ist gut. Warum sind die jetzt abgehauen? Weil ich zu spät mit dem Locker gerufen habe, ne? Richtig? Ich habe zu spät mit dem Locker gerufen. Oh Gott, Mann. Okay, ja. Oh, wenn der da schon so steht. Na, was machst du? Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, schade, schade, schade. Dass wir die Enten jetzt nicht. Aber ich habe, glaube ich, zu spät mit dem Locker wieder gerufen, ne? Und da hauen die ab. Sehe ich das richtig? Ansonsten wüsste ich nicht, woran es gelegen hätte. Ich habe mich nicht bewegt. Hm. Ja, keine Ahnung. Schade. Schade mit den Enten. So, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was sehen. Wo unser Großer jetzt hingelaufen ist. War der so weit weg? Hier ist Blut. Okay. Das ist mit Luftblasen. Den dürfte es irgendwo. Da hinten liegt er. Schön. Haben wir doch noch was. Wenigstens ein. Ich haben wir noch. Schön. Männlich erwachsen. Ja, Trophäenwertung 1 hat 301, gibt er uns. Schön. Freue ich mich. Ist besser als nix. Und er wird verkauft. Im Grunde könnten wir jetzt, wir haben genau 7559. Im Grunde könnten wir uns jetzt die Trophäe ausstellen von unserem Elch. Ja. Da hinten. Im Grunde könnten wir uns jetzt den Elch hinstellen. Unseren schönen, den wir heute gefunden haben. Oder den ersten 4 Sterne, den wir geschossen haben. Wäre eigentlich ganz cool. Wo bin ich denn jetzt? So, schon noch ein ganz schönes Stück. Na komm. Wir gehen gucken. Ich meine, wir haben Abschüsse heute jetzt gemacht noch. Schade mit den Enten natürlich. Aber ja, die Folge hat trotzdem seine Highlights. Das ist schon mal gut. Und da kann ich auch beruhigt Schluss machen dann. Finde ich sehr schön. Hallo, lauf doch mal. Mann. Ha, ja.
Wir gehen noch kurz rüber. Wenn wir Enten hören, nehmen wir sie mit. Ich will bloß noch gucken. Wenn Veilchenenten da noch sind, dann versuche ich noch einen Anlauf. Aber ja, ansonsten haben wir es im Grunde für heute. Gucken wir einfach mal. Ja, und ich weiß nicht, beim nächsten Mal machen wir halt das mit den Veilchenenten hier fertig. Ich weiß ja nicht, was dann kommt. Wir müssten diesen komischen Baum finden von dem, ja, Ludovit oder wie der hieß. Wir müssten das Rätsel von dem Jungen knacken. Keine Ahnung, was der so richtig will eigentlich. Da hinten sind Enten. Das ist bloß die Frage, was für welche. Okay. Ah, der Wind ist super beschissen dafür. Das sind bestimmt die Wildenten. Da vorne haben die Wildenten ihren ihren Platz. Hä? Woher kam das jetzt? Aber das war ein, das war eine Rossgans, ne? Das bringt uns also nichts. Ich gehe mal gucken. Ich gehe mal gucken, was es für Enten sind. Mal schauen. Vielleicht sind es ja doch Veilchenenten. Aber ich glaube nicht. Okay, die waren direkt über uns. Ich sehe die von hier noch nicht. Das waren Wildenten auf jeden Fall. Das waren die, die hier waren, ne? Die sind losgeflogen. Okay. Damit hat sich das schon erledigt. Ist okay. Ein Bär mal wieder da? Nö. Kein Bärchen. Ja. Das waren die, die wir gerade gehört haben. Die hier gerade losgeflogen sind. Schade. Na gut, dann gehe ich da noch rüber. Einmal querfeldein. Und dann würde ich tatsächlich gerne mein Elch noch ausstellen. Das wäre schon cool. Auch wenn das Schweine viel Geld kostet, aber ist trotzdem cool. Ich meine, wir jagen ja, um immer mal wieder Geld zu verdienen. Wir haben ganz viele Elche heute erschossen, damit wir das kriegen. Veilchenente. Okay. Das Blöde ist. Okay. Ich versuch's mal von der Seite. Das wird jetzt letzte Jagd für heute. Mal gucken. Die sitzen wieder direkt unter dem Scheißding, ne? Ach, das ist so dumm da. Die sitzen da richtig beschissen immer. Und da kriegt man keinen guten Schuss, also kein gutes Schussfeld. Würde ich mich jetzt in den Dings schleichen, in den Hochstand, da würde ich, wenn ich aufstehe, würde ich sie, oder wenn ich in den Hochstand reingehe, würde ich sie erschrecken. Und das wäre so dumm. Das hätten sie ruhig rausnehmen können aus dem Spiel. Okay, ich sehe die hier überhaupt nicht, ne?
Scheiße. Die sind schon abgehauen, ne? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Die sind schon abgehauen hier, ne? Das waren die, die gerade hier waren. Okay. Das gibt mir einen Arrest. Eindeutig. Na, das waren die, die gerade hier waren. Weil die haben hier genau ihren Platz zum Esen. Das ist jetzt Rossschneegans. Aber hier sind auch immer die Veilchenenten. Oh, sind das... Diese... Ah, die fliegen noch hier rum. Die sind noch da. Da. Okay, ich gehe mal hin. Die drehen noch ihre Runden hier. Aber da oben irgendwo. Ewig weit weg. Strange. Landet ihr nochmal bitte, Freunde? Oder wie sieht das aus? Oder ich krieg einen aus der Luft. Aber die sind zu weit weg, ne? Ich hab's versucht. Rüber. Da gehe ich noch mal kurz rüber gucken. Vielleicht landen sie ja. Ja, komm. In der Luft ist schwierig. Das muss ich mal so sagen. Rossschneegans. Oh ja. Wenn sie einmal hier hocken. Vielleicht erwischen wir noch eine. Jetzt sehen wir die Rossschneegänse ganz oft. Und die Veilchenenten hauen uns immer ab. Vorher war es andersrum. Ach, gerade habe ich sie noch gesehen. Wie weit ist denn das weg? Habe ich sie? War das überhaupt eine? Das war überhaupt keine. Doch. Ich wollte gerade sagen. Hä? Aber warum wurden die nicht angezeigt? Ach so. Deswegen wird sie nicht angezeigt. Puh, okay. Oh, die haben wir schon mal getroffen. Siehst du? Und das ist doch unfair. Die hat einen Haufen Schmerzen. Auch wenn die dann entkommen ist. Aber, ne, so ist doch viel besser, wenn sie jetzt tot ist. Die haben wir also schon mal getroffen. Ja, gut. Haben wir doch noch Abschuss. Freue ich mich. Noch eine getroffen, zufällig? Nö, gut. Ja, da gehe ich nochmal drüben gucken und das war's dann. Haben aber noch Abschuss. Schön. Freue ich mich. Da haben wir alles richtig gemacht.
So, okay. Da hatte ich mich schon gewundert, warum das nicht angezeigt wird. Naja, natürlich, wenn ich mein Dings nicht anmache, meine Sicht, dann wird es schwierig. So, Freunde der Sonne. Seid ihr nochmal hier gelandet? Es wäre schön. Da hinten fliegen die Gänse. Ne, ne, ne. Da hinten sind Enten. Wildente aber. Okay. Ah, ich sehe keine. Ne, ich sehe keine. Es sind bloß die Wildenten hier, ne? Na, no, sind nur die Wildenten hier hinten. Schade. Sind nicht nochmal gelandet. Sind nicht nochmal gelandet. Was machen die? Die drehen hier ihre Runden jetzt. Okay. Das sind die Veilchenenten. Prima. Letzter Versuch für heute. Letzter Versuch. Siehst du, und das sind 133 Meter. Das kommt mir viel, viel mehr vor. Irgendwie strange. Also das mit der Weite ist manchmal irgendwie komisch. Okay, letzter Versuch. Und wir werden bestimmt keine haben, die 1,5 Kilo wiegt. Also werden wir nächstes Mal nochmal auf Entenjagd gehen müssen. Nochmal auf Veilchenentenjagd. Okay. Ich hoffe, ich kriege eine. Wäre schön. Wieder super, super schlechte Sicht. Ich müsste halt auf die Insel da hoch. Hier müsste ich irgendwie hochkommen. Weil wenn ich hier, wenn ich da lang gehe, dann bin ich voll im Wind. Das wäre super dumm. Es wäre cool, wenn ich die da hinten irgendwie kriege. Mal gucken. Wir machen ganz langsam, ganz ruhig. Komm schon. Okay. Ich sehe noch nichts. Shit. Blöde Viecher. Okay. Ja, näher konnte ich jetzt wirklich nicht kommen. Das war schwierig. Roschneegans. Ja. Wir machen Feierabend für heute. Tut mir leid, dass wir sie jetzt nicht gekriegt haben. Aber ja, wir gehen das nächste Mal nochmal auf die Jagd. Wir können ja ganz kurz hier gucken. Ganz schnell. Ich kann dann auch immer nicht aufhören. Das ist so schlimm. Aber
Ja. Wir können ja das nächste Mal weitermachen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich würde halt bloß gerne in der Story weiter vorankommen. Das wäre echt hübsch. Warte mal. Pfeilchen enden. Okay. Letzter Versuch. Scheiße, ey. Es wird nicht besser. Okay. Ja, was die da machen, ist mir eigentlich scheißegal. Die Hirsche. Da sind welche. Und auf dem... Und auf dem See. Was? Oh, mach doch keinen Scheiß, nicht jetzt. Gott. Furchtbar. Verrückt. Komm schon, könnt ihr nicht übereinander gehen oder sowas? Das wäre so gut. Ich bin super nervös gerade, weil ich so viele schon verrissen habe heute. Okay, ich habe eine. Jetzt hatte ich schon einen kleinen Schock gekriegt, weil der plötzlich aufgehört hat zu atmen. Oh Gott. Dass der bloß so kurz die Luft anhalten kann. Oh, aber wir haben noch eine. Ja, leider eine junge Ente. 0,5 bloß. Aber immerhin. Immerhin. Wir verkaufen. Kommt mit dazu. Eine 1 Kilo Ente oder naja, 2 werden wir wohl eher brauchen. Ja, 2 Enten fürs nächste Mal. Schön. Ich gehe zurück. Zu unserer Hütte. Ne, das ist nicht unsere Hütte. Die ist hier unten. Genau dahin. Bingo. Oh. So. Ich würde noch den Elch aufstellen. Da hätte ich Bock drauf. Dahin. Genau. 7200 kostet's. Ja, würde ich machen. Let's go. Geil. Das ist schon cool. Ich glaube, für viele ist das bestimmt jetzt gerade super Geldverschwendung gewesen. Aber seid mir nicht böse. Oh, hier kann man auch aufstellen. Grauwolf. Rotfuchs und ein amerikanischer Dachs. Cool. Schwarzbär ruhig. Oh, schön. Wapiti ruhig. Hübsch. Dickhornschaf haben wir auch noch überhaupt nicht gesehen, ne?
Zwei Wölfe. Bergziege. Haben wir auch noch nicht gesehen. Weißwedelhirsch. Maultierhirsch. Cool. Ja, aber wir haben unseren großen Elch da hinten. Ich freue mich. Aber man sieht ihn gar nicht so richtig. Wir müssen runtergehen, glaube ich. Und da gucken. Da sieht man es besser. Ja. Ach, guckt ihn euch an. Was für ein Prachtexemplar. Ich freue mich sehr. Ja. An YouTube sage ich danke fürs Zusehen. Danke für die Kommentare. Und ja, ich hoffe, ihr lasst viele Likes da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Und ja, macht's gut. Ciao.